Wow, Leute, was geht hier nur ab auf diesen verrückten Planeten? Willkommen zurück zu Ratchet & Clank 2. Ich befinde mich immer noch innerhalb der Megacorp-Waffenfabrik auf dem Planeten Todano. Und nachdem ich einige ziemlich üble Hindernisse habe überwinden müssen, habe ich eine, naja, ich würde sagen eine Spaßwaffe erhalten, und zwar den Scharfinator. Kann ich euch mal hier kurz zeigen unter den Waffen. Das ist dieses Ding hier, braucht keine Munition und kann scheinbar Gegner wohl in Schafe verwandeln, weil hier habe ich einige gesehen. Die gab es jetzt also hier drüben. Und jetzt muss ich noch hier hinten hin und dann müsste ich hier mit dem Planeten auch schon wieder fertig sein. Abgesehen jetzt mal von den Platin Bolts, aber ich probiere den jetzt gleich mal aus, den Scharfinator, vielleicht an diesem Trottel. Aha. Ey, der verwandelt die echt in Schafe! Ist das geil? Ist aber vielleicht gerade bei den Pennern hier ein bisschen ungeeignet. Aber es funktioniert. Es funktioniert. So. Mini-Raketenrolle ist hier besser. Das ist eindeutig eine Spaßwaffe, aber scheint sich witzigerweise sogar verbessern zu lassen. Ich frage mich nur, zu was die sich verbessert. Weil ich bin ehrlich, ich habe diese Waffe im ersten Mal durchspielen gar nicht besessen. Die ist eine riesige Rakete direkt vor uns. Oh mein Gott. Was wird wohl passieren, wenn die explodiert? Das will ich lieber gar nicht wissen. Fliegt garantiert die ganze Fabrik in die Luft. Ja, also, wie gesagt, ich hatte diesen Scharfinator beim ersten Mal durchspielen nicht. Aha, Infiltrator einsetzen? So, jedes Mal ist das falsch, wenn ich das mache. Man kann das vorher doch gar nicht wissen, in welche Richtung man hier abbiegen muss. Ne, das ist auch falsch. Verdammt nochmal. Seht ihr, das ist so... Das ist etwas, was ich an diesem Infiltrator einfach nur hasse. Weil man das einfach in meinen Augen nicht wissen kann, wo man hier abbiegen muss. Das kann man nicht wissen. Das ist voll schwer. Jedes Mal mache ich es falsch. Was muss ich hier bitte machen? Warte mal, hier? Hier, nee, hier war das ja auch falsch. Warte mal, rauf, rauf. Nee, das ist auch wieder falsch. Runter, runter? Warte mal. So, 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 so? Nee, auch nicht. Hier ist aber sonst nichts. Runter, rüber, runter, jetzt. Hier, da, hier, so, so. Nee, auch falsch. Ist das scheiße? Wie ma... Was? Das ist so ein Dreck! Also das hätten sie ehrlich gesagt nicht mal erfinden müssen, weil das finde ich einfach nur doof. Ganz ehrlich, weil ich das nicht kann. Woher soll man wissen, wo man hier abbiegen muss? Das ist scheiße, das mache ich nicht. Nö. Kein Bock. Habe ich keinen Bock auf den Scheiß? Ernsthaft. Habe ich keinen Bock drauf. So. Ja, da kommen ja immer mehr von denen. Hört mal auf, mich abzuballern! Ah! Ich soll aufhören damit! Hm. Da kommen ja immer mehr Idioten nach. So. Rausschmeißer, zeig's ihnen! Ja, genau. Noch jemand? Ja, du. So. Ganz schön lästig heute. Und ich habe schon die 100.000 Bolts, habe ich schon. Geil, die habe ich schon erreicht. Das heißt, die nächste Rüstung ist mir sicher. Die gibt es, wie gesagt, auf dem nächsten Planeten dann nämlich für 100.000 Bolts. Aber trotzdem, wie... Ich probiere das jetzt nochmal, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich meine, aha, das ist sogar für Bonus-Nanotech scheinbar. Vielleicht komme ich nur so dann da ran. Das muss doch irgendwie gehen. Aber ich finde das voll schwer. Ich finde das ehrlich gesagt schwerer als... Okay, also das ist schon mal nicht... Also hier muss ich auf jeden Fall nach links. Runter, links, runter, runter, runter ist falsch. Also dann nach rechts, dann nach rechts, dann rechts. Das ist auch falsch. Das ist so kacke. Ich meine, man kann sich vielleicht einen Weg suchen, wenn man... wenn man das nochmal beobachtet, wenn sich das zurückdreht, dann natürlich schon auch. Aber irgendwie habe ich dafür ein... zu schlechtes Gedächtnis. Verdammt. Ich hasse das. Okay, das ist auch falsch. Runter, runter ist auch falsch. Also da dann rechts und da vielleicht wieder runter. Wartet mal.
Mir lässt das jetzt ehrlich gesagt einfach keine Ruhe. Mann, schon wieder falsch. Mann, ey. Das ist so scheiße. Ha, geschafft. Haha. So, und tatsächlich, eine Plattform ist runtergekommen. Und da komme ich tatsächlich an ein Bonus-Nanozeug ran. Danke. So, maximales Nanozeug hat sich gesteigert. Ja, Mann. Ich sag ja, das kann teilweise so schwer noch werden. Fand ich persönlich jetzt schon schwer und es gibt noch viel Schlimmeres. Mit diesem Infiltrat. Also ich finde persönlich, den hätten sie vielleicht gar nicht erfinden müssen, weil das kann teilweise einfach nur frustrierend sein. So. Rausschmeißer! Und vielleicht auch lieber Mini-Raketenröhre. So. Next one. Next one! Hey, explodiert immer sogar der daneben steht auch. Und zack! Und noch einmal hat sich der Nanozeug gesteigert. Ist doch richtig geil. Habe ich schon mal wieder genügend Gegner besiegt gehabt. Das heißt ja, je stärker die Gegner, desto mehr Nanomiden kann man absorbieren. Desto schneller... Ja, desto schneller erhöht sich unser maximales Nanozeug, desto schneller verbessern sich dann halt die Waffen. So, und... Ach nö! Nochmal! Hilfe! Das ist so schwer! So... Das seht ihr schon wieder verarscht! Das kann man doch vorher gar nicht wissen, wo man da hin muss! Ha! So, das war jetzt ein bisschen einfacher als das vorige. Weil das vorige wollte optional waren. Wow! Kumpel, wo kommst du denn her? Alter, hat der mich jetzt überrascht. Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass der direkt hinter der Tür auf mich wartet, um mich abzuknallen. Ganz schön frech. Also da muss ich ehrlich gestehen, da finde ich den Elektrolysator ein bisschen einfacher. Aber, naja, das kann genauso noch schwer werden. So, sind wir jetzt bald mal da? Angela Cross ruft Ratchet auf Sicherheitsfrequenz. 7 Echo Foxtrot. Hier, Ratchet. Angela, ist das dein Name? Ratchet hat dich sonst ganz anders genannt. Ach, hat er das? Naja, ich will euch nur warnen. Die Halsabschneider haben mein fliegendes Labor gekapert. Aber arbeiten die Kerle nicht für dich? Nein, nicht mehr. Diesen Versagern hat wohl jemand mehr Geld geboten. Ich kann euch sagen, erst die Sache mit den Halsabschneidern, dann das Protopad, alles geht irgendwie... Was war das? Protopad? Oh, ja. Sie nennen es jetzt das Experiment. Hier, schaut mal. Oh nein, nein. Billy ist traurig. Ist ihm kalt? Hat er Hunger? Oder ist er... Oh nein! Nein, nein, weg damit! Einsam. Nein! Das neue Megacorp Protopad. Unser bezaubernder Freund lässt ihre Kinder ausflippen. Lust auf Fußball? Hat das Protopad auch. Willst du Fang spielen? Los, such das Protopad. Wie wär's mit Räuber und Gendarm? Hilfe! Polizei! Protopad will auch. Frag nur Billy. Das Megacorp Protopad. Holen Sie sich Ihres gratis auf Bouldern ab. Direkt bei Abercrombie Fizzwidget. Willst du damit sagen, das Ding ist als Haustier gedacht? Die Megacorp will eine Killerbestie vermarkten. Das ist einfach unverantwortlich. Das habe ich doch die ganze Zeit versucht, euch zu sagen. Wenn dieses Monster verkauft wird, hat das furchtbare Folgen für die ganze Galaxie. Wir müssen mit Mr. Fizzwidget sprechen. Ach, wenn ihr meint, dass er euch zuhört, versucht ihn auf Bouldern zu finden. Übertrage Koordinaten. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Koordinaten von Silberstadt auf Planet Bouldern heruntergeladen. Sehr schön. Und sie heißt also Angela Cross. Hübscher Name. Hübscher Name, ja. Und wie gesagt, mir gefällt irgendwie die Tatsache, dass sie ja von außen her ein weiblicher Lombax zu sein scheint. Na gut, was heißt zu sein scheint? Sie ist ein weiblicher Lombax. Das steht fest. Das ist bestätigt worden sogar. Sie ist tatsächlich ein weiblicher Lombax. Ich finde es ein bisschen eigenartig, warum Ratchet eigentlich nie wirklich darauf reagiert, dass sie so aussieht wie er. Da wird sich nie irgendwie ein Gespräch mal anbahnen, was ich schon ein bisschen traurig finde. Aber was soll's. So, und hier kommen wir wieder raus.
Aber geht's eigentlich hier alles? Jetzt bin ich hier einmal drum herum gelaufen. Okay, ja. Okay. Ja gut, Leute, dann geht es sofort auf den nächsten Planeten, zum Planeten Bouldern. So, ich kaufe mir jetzt erstmal hier die Munition wieder. Was sei denn, ich habe schon wieder alles voll. Na, nicht ganz so, die Mini-Rakete habe ich ein bisschen was gebraucht. Okay. Ich meine hier 120.000 für die Hoverbombenpistole, lass es zur richtigen Zeit krachen und puste deine Gegner in Stücke. Wäre natürlich auch eine geile Sache, oder wie gesagt hier die Plasmaschule für 150.000, versetze deinen Gegnern einen Stromschlag. Ist glaube ich bedeutend stärker als die Stromklaue, deswegen auch so teuer. Aber ich will wirklich lieber die Rüstung haben, ja. Es ist mir persönlich wichtiger, ein bisschen geschützter vor Attacken zu sein, als dass ich wieder neue Waffen kriege. Und vor allem, es gibt später noch andere Möglichkeiten, an wieder viele Bolts ranzukommen. Und deswegen ist mir, wie gesagt, die Rüstung jetzt erstmal wichtiger. So, hier kommen wir schneller wieder zurück zu unserem Schiff. Whee, richtig geil. Wie gesagt, die Platin-Bolts, die hole ich mir dann wieder später. Das werde ich wieder in einem Part so zusammenschneiden, wenn ich mir die dann holen werde. Aber für den Moment reicht mir das eigentlich. Und übrigens, ich habe mir jetzt noch mit ordentlich Raritanium habe ich mir noch diese Fusionslaserkanonen für das Schiff bei Slim Cognitos Schiffsschuppen gekauft. Das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Die sind jetzt ein bisschen stärker als die normalen Laserkanonen. Damit mache ich dann bei solchen Flugmissionen ein bisschen mehr Schaden bei den Gegnern. So, Silberstadt auf dem Planeten Bouldern. Missionen, finde Mr. Fizzwidget und sieh dich in Silberstadt um und auch dort gibt es wieder 3 Platin Bowls. Na dann, los, auf nach Silberstadt! Wir hören Halsabschneider. Uns erwartet Großes, also passt auf. Die Megacorp will, dass wir ihren Vorsitzenden beschützen, Mr. Fizzwidget. Sie denken, er wird langsam ein wenig gaga in seinem Alter. Und sie sind besorgt um seine Sicherheit. Fizzwidget ist etwas altmodisch, daher möchte ich, dass alles mit dem Anstand und der Höflichkeit vonstatten geht, die man von uns erwartet. Außerdem sollt ihr auf diese 2 Clowns achten. Ich habe ein persönliches Interesse, dass die beiden erledigt werden. Also spendiere ich eine Pizza-Party für die Truppe, die sie erledigt. Denkt dran, inklusive Getränke und Nachtisch. Ende. Planet Bouldern. Also ich frage mich ehrlich, ob man diese Halsabschneider überhaupt ernst nehmen kann. Hat er das jetzt ernst gemeint? Der speist eine Pizza-Party für die Truppe, die uns erledigt? Tja, da muss ich sie aber enttäuschen. Für diese Typen wird es leider keine Pizza geben. So, erstmal Karte. Aha, da hinten muss ich also dann hin. Okay. So, nochmal die Mission. Finde Mr. Fizzwidget. Du musst Mr. Fizzwidget finden, bevor er sich alle Welt ein Protopad kauft. Angela sagte, du würdest Fizzwidget auf dem Planeten Bouldern finden. Wenn du ihn bald findest, kannst du das vielleicht verhindern, dass dieses Monster in den Handel kommt. Ne, hoffentlich. So, öffne den Haupteingang. Der Haupteingang ist durch ein Kraftfeld verschlossen. Der Schalter dafür scheint auf der anderen Seite des Felds zu sein. Vielleicht findest du einen Weg dorthin, um das Kraftfeld zu deaktivieren. Und sieh dich in Silberstadt um. Silberstadt ist eine der größten Städte der Bogon-Galaxie. Wenn du schon mal da bist, solltest du dich umschauen. Vielleicht findest du ja etwas Interessantes. Oh ja. Gehe ich mal davon aus, dass da hinten scheint mir wieder eine Grindboot-Strecke zu sein. Ja, okay. Ach, die fängt hier sogar schon an. Ja, warum denn nicht? Warum denn noch nicht? So, das ist hier leider noch nicht der Waffenhändler. Ich glaube, der kommt ein bisschen später erst. Wenn das jetzt wirklich auf dem Planeten ist. Ich bilde mir ein, dass das auf dem Planeten ist. Wenn nicht, dann vielleicht auf einem noch späteren Planeten. Also das mit der nächstbesten Rüstung. Aber wie gesagt, das ist ja nur ein Verkäufer, der verkauft ja nur Waffen. Das muss ja wenn dann ein gelbes Terminal sein für den Rüstungshändler. So, wo bringt mich das Taxi hin? Zum Hyper-Express-Eingang. Na dann, bitteschön. So, der Planet sieht eigentlich auch ganz cool aus. So, und oh, es geht nach unten. So, Speicherpunkt. So, ach so, ich brauche hier wieder meinen Levitator.
Okay. Ich muss natürlich aufpassen, dass mir nicht der Treibstoff ausgeht. So, hier wird das wenigstens wieder aufgefüllt und... Oi. So, warte mal, muss ich nicht... Ne, da lang, glaube ich, kann ich gar nicht mal, oder? Anders nochmal, aber da ist doch eine Barriere. Wartet mal, da hinten? Ne, da hinten ist aber eine Sackgasse. Ne, ich glaube, ich muss doch da, wo der ganze Verkehr herkommt, muss ich lang, weil das andere, da komme ich ja gar nicht durch. So, wow, oh mein Gott, das wird knapp, nein. Boah, das war jetzt knapp. Das war gerade richtig knapp. So, und hier? Ich muss nicht die elektrischen Kabel berühren, wow. Okay, wenigstens stützen wir nicht sofort ab, wenn wir das Ding berühren. So. Na, das ging ja gerade nochmal gut. So, wow, Kamera. Jetzt schon wieder los, ey. Hier gibt's ständig Kamerabugs, was ist denn hier los? Ich sehe nix. Oh, okay. Boah. Puh. Also, das tut mir echt leid. Ich verstehe nicht, was das soll. Ah, und hier? Push the button. So, Haupteingang ist schon mal geöffnet. Das hätten wir also schon mal erledigt. Ich verstehe nicht, warum hat es ständig Kameraprobleme in dem Spiel? Das finde ich ein bisschen sehr schade. Hm? So, wo geht's denn hier oben eigentlich hin? Gucken. Aha. Speicherpunkt. Aber wieso? Ach, deswegen. Okay. War das nicht eine... Ah ja. Das ist echt eine Grandpa-Strecke hier. Oh, okay. Ich glaube, das werde ich sowas von verbocken. Hey, da ist sogar ein Bahnhof. Uhuhu. Ja, Scheibenkleister nochmal. Das geht garantiert schief. Ah, nee, das kann ich schon vergessen. Das schaffe ich doch nimmer mehr. Schaffe ich doch gar nicht mehr. Oder vielleicht ja doch noch. Würde mich jetzt aber sehr wundern. So, immer da lang, wow, lang düsen, wo es kein elektrisches Zeugs gibt. Ja. Das habt ihr euch so gedacht und... Hey, geil! Verkäufer aktivieren. So, Knöpfchen drücken. Ach so. Ach, hier kann ich mir wieder Modifikationen kaufen für die Platin Bowls. Was könnte ich denn hier nehmen? Säuremodifikation für die Blitzkanone oder Erfassmodifikation? Säuremodifikation für die Mini-Raketenrolle wäre irgendwie richtig geil. Oder lieber die Erfassmodifikation? Obwohl, die erfasst das ja irgendwie eh selber. Ach, ich nehme die Säuremodifikation. So. Dann für die Meteorpistole gibt es das auch. Für den Lancer noch, also für den Schwerlancer erfassen. Der Rausschmeißer mit einer Säuremodifikation stelle ich mir auch geil vor. So. Mehr Platinbolts habe ich leider nicht dabei. Okay. Na, immerhin. Ganz knapp geschafft. Jetzt könnte ich aber trotzdem Nanotech gebrauchen, weil sonst bin ich erledigt. So, aber hier geht's eh wieder zurück zu unserem Schiff. So. Zack. Ja, genau. Zurück zum Schiff. So. Und da sind wir wieder. Und wow, da werden wir auch gleich... Oder, weiß nicht, komm. Genau, dankeschön. Das war jetzt Absicht. Weil jetzt habe ich wenigstens die Energie wieder voll. Ja, man muss ein bisschen das Spiel auch austricksen können. So, Visi-Bombenwerfer bitte. So. Und zack. Ach so, die sind da. Warum hat das jetzt die nicht getroffen? Na egal, ich habe auch den Verdampfer dabei. Kann ich mich ja hier verstecken. So, und... Zack. Beide getroffen und tot. Das könnte jetzt ein bisschen schwer werden, hier vorbeizukommen an allen. So, hier drin sind nämlich die nächsten. Die nächsten Opfers. So, Feuer! So, ja, die Säure tut ganz schön weh, was? Jetzt stirb doch mal! So, danke, dass du tot bist. Das sage ich nicht zu ihm.
So, jetzt gucken wir erstmal hier drüben. Hier sind ja noch mehr von denen. Zack! Wow. Ja, ihr kriegt mich davon gar nicht hier. Zack! Und boom! Und stier. So. Noch jemand? Da ist ja noch einer. Und tschüss, Mann! So, Rausschmeißer. Der muss sich endlich mal verbessern, verdammt. Aber das dauert noch so lange. Das dauert immer noch viel zu lange. Leider. Aber ich setze ihn halt einfach jetzt mal oft genug ein. Dann wird das schon irgendwann klappen. Braucht halt seine Zeit. Ist vielleicht auch, weil der dann aufgelevelt eine richtig starke Waffe ist, dauert das automatisch halt länger. Bei Waffen, die später besser sind als andere. Hey, was machst du denn hier? Mini-Raketrösch und... Oh, das war jetzt doch der Rausschmeißer. Egal. So, Nano hat sich absorbiert. Sehr schön. Und tschüss. So. Gut, alle weggepustet. War hier irgendwas? Sieht man... Ach, hier ist ja wirklich was. Was aber irgendwie nichts zu benutzen ist. Ist das nur Deko? Und, oh, da ist ein Platinbolt. Da ist ein Platinbolt, aber wie kriege ich den? Hier ist ein ganz kleines Loch, aber... Ich kann mich doch gar nicht... Hä? Wie soll das denn jetzt gehen? Ach, das kann sein, dass ich irgendwie... Obwohl, es gibt doch hier, glaube ich, gar keinen Verspötter in dem Teil. Den gab es doch nur in Teil 1. Dass da vielleicht ein Vieh durchläuft und den Schalter für mich drückt, aber... Keine Ahnung. Es ist leider wirklich nicht, wie ich diesen Platinbolt bekommen soll. So, hier sind die nächsten Trottel. Zack! Und boom! Ey, verdammt! So. Da hinten sind ja noch welche. Ach so, ne, die sind aber... Hinter einer Glaswand. So, Rausschmeißer, schmeiß sie alle raus hier. Ich will die nicht mehr sehen. Die sind eh hässlich. Genau. Ja, das ist so geil, noch mit der extra Säure-Modifikation. Gut, dass ich hier ein paar Platinbolts jetzt noch übrig hatte dafür. So, dahinter ist doch auch einer versteckt. Ich sehe den doch, da hinten. So, schieß. So, voll zerballert. Der hatte keine Chance. Okay. Leute. Es wäre aber... Wow. Trotzdem an der Zeit, diesen Part zu wenden. Seht ihr, von hier komme ich doch gar nicht an den Platinbolt ran. Na, muss ich mir noch angucken, wie ich an den genau rankomme. Oh, und hier gibt es einfach mal Bonusnahrungszeug auf einem Brunnen. Einfach so. Jawohl, sieht doch gleich viel besser aus. Okay, Leute, also, ich sag mal wieder recht herzlich danke fürs Zusehen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr über das Protopad erfahren. Und es warten hier jetzt natürlich noch viele weitere fiese, miese Gegner auf mich, die aber alle meinen Verdampfer und andere Waffen zu spielen bekommen. Und deswegen sage ich jetzt mal danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Ratchet & Clank 2. Macht's gut, Leute. Tschüssi.